Webinar auch pünktlich starten. So, schönen guten Tag, liebe Teilnehmer unseres Webinars zum Thema Metadaten in der Produktion, Verbesserung des Workflows und der Tonqualität. Ich habe heute Peter Schut von der Firma Axon als Präsentator gewinnen können. Und Peter Schut hat etwas ausgearbeitet, was mit Sicherheit die Aufmerksamkeit der Audio- und auch der Videobranche auf sich ziehen wird. Und vielleicht werden einige anschließend etwas klüger sein oder nicht mehr so verunsichert, sich anders im Umfeld bewegen können oder vielleicht aber auch erneute Fragen haben, mit denen Sie sich dann sicherlich auch an die Firma Axon, sprich Peter Schut, wenden können, um Antworten zu bekommen. Ich darf mir erlauben, Peter Schut, Sie ganz kurz vorzustellen. Peter Schut ist der CTO, Chief Technical Officer, oder ich würde es anders ausdrücken, der Entwickler, der für die Produkte bei Axon maßgeblich verantwortlich zeichnet. Und Peter Schut hat eine klassische Ausbildung eines Ingenieurs genossen. Das heißt, er hat sein Studium beendet, ist anschließend in die Entwicklung gegangen, hat bei unterschiedlichen Firmen Positionen bekleidet. Ich war ganz erstaunt, jemanden vor mir zu haben, der auch im Bereich des Verteidigungsministeriums der Niederlande tätig war, was eine Auszeichnung darstellt, aber gleichzeitig auch sehr, sehr einzigartig in unserem Umfeld ist. Peter Schut, damit glaube ich, habe ich genug an Einleitung und Vorstellung für Sie eigentlich getätigt, sodass ich jetzt Ihnen das Wort übergeben möchte. Ich schalte unsere Folie weg. Ich werde unser Signal damit Ihnen freigeben, sodass Sie auf Ihrem Bildschirm Ihre Präsentation hochfahren können und unsere Webinarbesucher und Webinarteilnehmer quasi unterrichten können über das, was Sie zu berichten haben. Peter, Sie haben das Wort. Danke, Herr Wagner, und vielen Dank für die Einladung, um das Webinar mit FKT zusammen zu machen. Wenn es gut ist, sehen Sie jetzt meine erste Seite. Wir können Ihre Seite sehen und Ihr Ton kommt auch gut an. Okay, dann starte ich. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Peter Schütz und heute möchte ich gerne sprechen über Metadaten, ein bisschen über R128. Und ja, einige Sachen, die vielleicht auch nicht so klar sind, und vielleicht kann ich auch eine kleine Diskussion starten. Dabei muss ich sagen, dass da sind einige Aussagen, die nicht unbedingt die Aussagen von Axon sind, die sind von mich persönlich, es sind auch Meinungen, aber ich habe hier und dort auch ein schönes Beispiel, was falsch gehen kann, wenn man etwas falsch macht. Also, kleines Überblick. Ich werde ein bisschen sprechen über R128 und die amerikanische Darstellung, die CALM heißt. Was bedeuten statische Metadaten und was ist das Vorteil von dynamischen Metadaten? Wichtig auch, wenn die Metadaten mit übertragen werden, warum nutzen wir die dann auch nicht in beste Weise? Ich habe ein paar Übertragungsbeispiele. Ich habe am Ende noch ein kleines Technologie, die vielleicht für Leute interessant ist, die eine Infrastruktur haben, die zeitlich nur Stereo ist. Und gibt es eine neue Technologie, die vielleicht interessant ist, um 5.1 in eine Stereo-Infrastruktur zu benutzen? Aber erst, bevor wir weitergehen, schon ein erstes Diskussionspunkt. Und möchte ich mal starten, wie das bei Sie bekannt ist. Das Dolby versus MPEG-Problem. Ich weiß nicht, ob das bei allen bekannt ist, aber ein Dolby-Programm, also eine Dolby Digital oder Digital Plus Programm, ist im Hause immer auf minus 31 dB
wird das wiedergegeben. Das ist immer so. Das ist so bei digitalen Rundfunk, beim DVD, bei Blu-ray, bei Spielen, also auf den PlayStation oder Xbox. Wenn da ein Dolby Digital Ton dabei ist, dann ist die Referenzlevel zu Hause immer minus 31. Ist nicht meine Entscheidung, das ist so. Und mit 1 Milliarde Dolby Digital kompatible Decoder eine ziemlich wichtige technische, wie sagen wir das, gegeben, also Darstellung, wo ich denke, wir können das nicht mehr ändern. Wir sollen es auch nicht ändern, weil es ist auch kein Problem. Wenn man das wisst und richtig benutzt, gibt es überhaupt keine Probleme damit. Also zu Hause ist der Referenzpegel für Dolby Digital immer minus 31. Das ist ob das Surround oder Stereo, ist das gleich. Okay, und was bedeutet das? Hier habe ich eine Grafik, die, wenn es eine EBU-normalisierte Signal sein würde, auf minus 23 dB, hat man ein 23 dB Headroom, also bis 0, und man kann auch bis sehr leise, die Signal-Rauschabstand ist sehr groß im digitalen Bereich, also hat man auch einen ziemlich großen Bereich nach unten. Wenn ich hier ein Beispiel habe, was ein normales Programm sein könnte, also eine normalisierte, richtig produzierte R128 kompatibel produzierte Programm hat, mit zum Beispiel einer Peak von maximal minus 7 und einem Rausch, die niedrig ist, also leise Programmen bis zu minus 50. Das geht in Ihre Infrastruktur oder eine Infrastruktur von einer typischen Senderstraße, wird die rausgegeben. Also die geht nach dem Transmitter in jedenfalls MPEG oder Dolby Digital. So far alles noch prima, kein Problem. Wenn man dann die zwei vergleicht, wie die zu Hause ankommen, dann ist das MPEG-Signal auch minus 23. Die hat also eine Lautstärke von 23 dB gemittelt, also normalisiert, mit Respekt zu 0 dB FS. Und das ist auch prima. Aber das Dolby Digital Signal wird mit minus 31 abgespielt. Ich gehe davon aus, dass den Encoder, den Dolby Digital Encoder, auch eine Metadaten Einführung hat, also den DAL-Norm, das ist eine der manche Metadaten, die mitgeschickt würden auf Dolby Digital, die steht auch auf minus 23 und dann geht das zu Hause und wird dann minus 31. Und hier habe ich schon das erste Problem. Ein 8 dB Unterschied zwischen die zwei Übertragungsmethoden. Also wenn man zwei Kanäle hat in ihrer Senderstrecke oder zu Hause eigentlich zwei unterschiedliche Fernsehstationen und die eine hat einen MPEG-Encoder für Audio-MPEG und die andere ein Dolby Digital, die sind beide in-house normalisiert und man schaltet zwischen die zwei, hat man 8 dB Unterschied. Ein bisschen ein Problem. Ja, ist das dann zu lösen? Ja, da ist eine Lösung, die auch von P-Loud vorgeschlagen wird. Das soll den Set-Top-Box lösen. Also, wenn MPEG vorbeikommt, soll den Set-Top-Box die 8 dB Dämpfung einfügen. Ja, prima. Wenn das geht, würde das eine sehr schöne Lösung sein. Aber wie ich erstmal gesagt haben, es gibt schon 1 Milliarde kompatible Decoder auf die Welt, Dolby Digital Encoder, die auch MPEG decodieren können. Und ja, die werden sich nicht ändern. Vielleicht sind daar een paar die hochgerüst werden können, aber die meisten nicht. Also mein Vorschlag ist, und ich möchte das nochmal sagen, persönlicher Vorschlag, keine Meinung von Axon,
ist eigentlich Dolby Digital Plus. Ich werde auch nicht bezahlt von Dolby, um das zu sagen. Nur Dolby Digital oder Dolby Digital Plus in Sendeweg, vor allem wenn es für HD-Kanäle. Ich denke, dass das eine Ruhe bringt in die Sendestrecke und auch wenn man schaltet zwischen die unterschiedlichen Kanäle, in diesem Fall Deutschland. Zurück zum Originalthema, also worüber werden wir heute sprechen. Erstmal die Comfort Zone, eine englische Gruppe hat untersucht, wie ist eigentlich die Comfort Zone von Leuten zu Hause. Also wenn man ein Referenzlevel hat, die hier anzeigen mit 0, dann ist es so, dass bis plus 2,4 dB und minus 5,4 dB macht man überhaupt nichts. Das ist vollständig akzeptabel, dann ist die Anhörer zufrieden. Aber wenn ein Sprung von 5,6 dB macht, und das war die Auskunft bei 95% von der Leute, die den Test gemacht haben, dann griff man nach den Fernbedienung und wird man das Audio ein bisschen leiser machen. Das ist also nicht viel. Weniger als 6 dB ist in die meisten Wohnzimmer eine Grund, um den Fernbedienung zu nehmen. Okay, was ist R108? In mein Audioständnis ist doch so, dass 5 dB Lautstärkeunterschied ungefähr 100% Lautstärkegewinn bedeutet. Das heißt, doppelte Lautstärke eigentlich darstellt. 6 dB. 6 dB ist exakt das Doppelte. Okay, vielen Dank. Ja. Okay, zurück. Was ist R128? Den EWU R128 Recommended Practice, das ist ein Ergebnis von een tweejarige arbeid van de audio-experten innerhalb der EBU-groepen, die ook bekend is onder de naam P-Loud, geleid van Florian Kammerer. Een zeer schönes, grosses samenvatting van meerdere aanbevelingen, die in vier unterschiedliche tech-papers beschreven werden. Da gibt es eine Loudness-Mess-Spezifizierung in die 3341, eine Loudness-Bereichsbeschreibung in die 42. Es gibt Testmaterial, praktische Anleitungen in den 43 und auch Empfehlungen für Sendersysteme in 3344. Sehr viel Information und sehr interessant für Leute und Senderwege und Produktionsvertriebe, um innerhalb einer normalisierten Situation zu belanden, dass die Leute zu Hause weniger nach Fernbedienung greifen. Ich denke, dass das im Kurz den Grund ist. Was da ausgekommen ist, ist, dass ihre Produktion Lautheit soll sich auf minus 23 LUFS geben. Loudness Units mit Respekt zum Full Scale. Man soll dafür eine bestimmte Messung benutzen, die ist bekannt unter dem Namen ITU BS 1770-2 und das ist eine bestimmte Messmethode, die sehr anders ist als PIC oder VU und eine Lautheit darstellt, wie Leute es erfahren. Die Bindestreich 2 in den ITU BS 1770, das ist eine Zufügung, die von P-Loud dargestellt ist, dass es ein relatives Fenster jetzt gibt von minus 10 Loudness Units, das heißt unter 33 wird nichts gemacht. Also minus 24 soll hoch geregelt werden, also wenn man einen mittleren Wert von minus 24 oder minus 30 hat, soll es lauter gemacht werden. Aber wenn der Ton minus
33 ist, macht man nichts. Also eine leise Passage soll dann auch leise sein. Was ist Calm? Das ist die amerikanische Gegenhänger von R128. Die ist also in Gesetz verabschiedet am Dezember 15, 2010. Die ist auch unterzeichnet von dem Präsident Barack Obama. Commercial Advertisement Loudness Mitigation. Und das Gesetz, das ist eigentlich, es ist ein bisschen ähnlich wie, wie den EBU R128, aber vor allem auch da um Werbung im gleichem Laut, in gleichem Lautheit zu haben als das Programm. Schön ist, dass die Leute für minus 24 gewählt haben. Es ist auch, würde ein Wunder sein, dass da Europa und Amerika das Gleiche machen. Sie nennen das LKFS, ist aber identisch zum LUFS, wird mit dem gleichen Messgerät dargestellt und sind eigentlich mit dem Unterschied 1 dB sehr kompatibel miteinander. Das Schöne ist, die haben doch etwas zugemacht und die sagen, muss das den Ton immer den DANOM entsprechen? Nein. Die DANOM ist auf 24 und soll auch als integrierter Wert da sein. Aber da ist ein Zeitraum, wo das, also ein Messwindow in Zeit, die in zwischen 10 und 30 Sekunden dargestellt wird, sind auch kurzzeitige Pegelsprünge erlaubt. Das ist auch so beim R128. Also Dynamik ist okay. Ich sage immer, wenn ich einen Film angucke, auf ein großes Bild zu Hause und den Meteor zerstört der Erde, dann soll das Lärm machen. Und ja, das ist so gemeint und soll auch passieren. Insgesamt soll aber das Programm eine bestimmte, definierte Lautstärke haben, wobei man den Fernbedienung nicht immer im Hande haben soll. Muss den Dynamo im K-24 legen, also muss in ihrer Produktionsumgebung das -24? Nein, also das ist ein richtiger Unterschied mit Calm, mit R128. Es kann alles sein zwischen minus 31 und minus 1, solange den DAL-Norm auch die gemeinte Pegel entspricht. Also, wenn es minus 31 ist, dann soll den DAL-Norm minus 31 sein und ist es zu Hause minus 31. Wenn der Ton sehr laut ist, ein Rockkonzert zum Beispiel, sehr laut und komprimiert und ist minus 1, dann ist das prima, aber die DAL-Norm soll dann auch minus 1 sein. Zu Hause wird das dann bis auf minus 31 geschaltet. Das habe ich am Anfang schon gesagt, den Referenzwert zu Hause ist minus 31, also wenn ein Programm eine gemessene Lautheit hat von X, irgendwo zwischen minus 31 und minus 1, und man hat den Metadaten DAL-Norm Parameter auf die gleiche Wert gewählt, dann geht das zu Hause, im Dolby-Bereich jedenfalls, auf minus 31. Ich hoffe, dass das klar ist. Das erlaubt also, Programmen zu benutzen, die eine andere Lautheit haben, aber während der richtige Dialogwerte da ist, geht es doch immer gut. Also wie können Metadaten dabei helfen, um konform zu sein und auch ihre Kosten ein bisschen in den Griff zu bekommen? Wir haben jetzt gesagt, also es ist Surround, ich spreche über HD, wir sprechen über Surround. Die Metadaten gehen nach Hause. Die gehen über die Senderstrecke nach Hause. Auch wenn Sie keine Metadaten transparent in Ihrem
Infrastruktur benutzen, dann ist die Dolby Digital Encoder zusammen, in diesem Fall mit statischen Metadaten, die gehen dann zu Hause. Immer. Das habe ich auch nicht gemacht. Das ist ein Encoder, die gehen mit Metadaten weg. Ich hoffe, und ich, mein Vorschlag ist da auch, warum benutzen wir die dann auch nicht, um es zu Hause besser zu haben. Es gibt viele Metadaten, hier habe ich ein paar Beispiele, und das sind auch Metadaten, die überhaupt nicht so wichtig sind, um den Qualität, den unsere Ton zu optimieren. Es gibt zusätzliche Informationen, was für Länge, was für ein Genre es ist. Das ist schön, aber nicht notwendig für ein optimalen Ton. Ein paar Metadaten sind doch wichtig, und das ist den DAL-Norm, die ist sehr wichtig. Und vor allem auch, wie sind die Downmix-Parameter. Wenn man aus 5.1 ein Downmix macht, dann gibt es bestimmte Beispiele, wo den Downmix optimal zu Hause geht. Ich habe da später noch ein Beispiel. Um noch ein bisschen zu erklären, wie das geht, also links habe ich eine Encoder, die ist Dolby Digital oder Dolby Digital Plus. Die wird Audio komprimieren und zu Hause schicken, und neben dabei ist auch Metadata. Die Metadata zusammen mit der User Settings, also Einstellungen von der Endkunde, die Anwendung zu Hause, gibt es Daten, die für ihr Hausprogramm dargestellt werden. Also die Kombination von User Settings und die Metadaten, das bestimmt, wie es sich anhört am Ende. Da gibt es einige Vorteile. Das große Vorteil ist hier die Milliarden Dolby Digital kompatible Geräten. Aber auch das ein Signal, hier zum Beispiel ein 5.1, die eine Bitrate hat von 192 bis 664, die kann man verwenden. Und das Signal ist kompatibel mit mehreren Benutzungsfällen. Also ob der Person zu Hause eine vollständige 5.1 dynamische Surround-Set hat oder eine Mono-Lautsprecher, das ist eigentlich egal. Das sind Benutzereinstellungen, die zusammen mit den Metadaten und den Ton den richtigen den richtigen Audioton darstellt für die Applikation zu Hause. Hier habe ich das Bild dafür, also die gleiche Dolby Digital oder Plus Strom mit Metadaten zusammen mit den End-User Settings kann man sagen, ich habe einen HDMI-Ausgang, die nach einer TV mit einem vollständigen Surround geht. Das kann auch optisch sein, das kann auch mit weniger Dynamik, zum Beispiel auf analog RCA-Kart sein, oder zum Beispiel mit einer Downmix LTRT, oder sogar Mono auf RCA, und sogar, es kann auch so sein, dass es noch RF dabei ist. All die Ausgänge, die werden abhängig von Setup-Box richtig dargestellt durch die Kombination von Metadaten und den User-Einstellungen in den bestimmten Fall für die bestimmte Wohnzimmer. Hier habe ich ein Beispiel, wie vor allem die Dynamik im Setup-Box korrigiert wird von einem Full-Range-Signal bis zu einem Line-Mode oder einem RF-Mode mit im jeden Schritt weniger Dynamik, abhängig von den Geräten, die zu Hause stehen. Also, was kann man mit Metadaten auch machen, wenn es vor allem geht über Lautstärke? Also, was da wichtig ist,
ist, wer ist am besten geeignet, um die Metadaten einzustellen? Ich denke, der Person, die die Originalproduktion macht. Das ist eine Audiotechniker, die hat Erfahrung, die ist beim Sportevent im Wagen, die macht einen Surroundmix, die macht da eine bestimmte Lautstärke und die soll auch den Metadaten einstellen. Die hat die richtige Information, um zu sagen, okay, ich checke meinen Downmix, mein Rückkanäle sollen nicht minus 3, aber minus 5, minus 6 dB im Downmix dargestellt werden. Ich habe eine bestimmte Lautstärke, ich gebe dabei die richtigen Metadaten für die Lautstärke und so weiter und so fort. So auch für einen Film, also eine Produktion mit einer Menge Postproduktion. Dort sind auch die Audioleute beschäftigt mit dem Ton und die wissen am besten, wie es am Ende klingen soll. Die Information soll man eigentlich nicht wegschmeißen. Also, die Metadaten beeinflussen, wie es zu Hause klingt. Und die sind sehr wichtig. Deshalb ist meine Meinung, dass eine transparente Signalkette vom Quelle bis zur Übertragung wichtig ist. Die Information von dem Producer, von der Person, die den Ton baut, die soll benutzt werden, um den Digital Encoder, in diesem Fall ein Dolby Digital Encoder, einzustellen, um zu Hause den richtigen Parameter zu bauen, den richtigen Parameter zu benutzen für die optimale Klang. Ich denke, dass es in Zukunft mehr und mehr Programme Surround sein würde und dass dafür auch den richtigen Metadaten produzieren wird. Man kann selbstverständlich auch sagen, ich habe eine bestimmte Set Metadaten und ich versuche immer, um meine Produktion, meine Audioproduktion zu normalisieren nach den Metadaten. Aber ja, das ist eine Arbeitsweise. Ich denke, dass jeder unserer Kollegen, Senderstraße, Sender in Deutschland, in Nederland, auf der ganzen Welt Beispiele haben, wo heute kommt das Programm vom X, morgen vom Y und dazwischen noch eine Produktion live von einem ABU oder aus einem anderen Land. Und wenn die Leute auch auf gleiche Weise, auf unterschiedliche Weise arbeiten, aber dafür die richtige Metadaten benutzen, dann geht es zu Hause gut. Wenn man das macht, dann sind auch manuelle Einflüsse oder automatisierte Einflüsse nicht geeignet. Ich habe eine Kunde in Europa, die hat gesagt, ja, ich schmeiße den Metadaten weg. Ich finde die sehr wichtig, aber ich möchte kein Dolby E benutzen. Ich gehe nach PCM, das war 3 Jahre her. Da war noch kein S2020, um Metadaten im V-Looker mitzuschicken. Aber die haben jetzt ein XML-File im Senderstraße für jedes Programm. Was ist die Lautstärke? Was sind die Downmix-Parameter? Und die werden also von einer Person eingetypt, modifiziert und dann quasi dynamisch von Programm bis Programm geändert. Das wird immer Geld kosten. In 10 Jahren kostet das auch noch Geld. Wenn die eine transparente Infrastruktur benutzen möchte, dann können die Metadaten mitgenommen werden und geht das vollständig automatisch. Ich habe auch sehr viele Kunden, die mögen das nicht und sagen, es ist mir egal, es soll alles automatisch gehen. Ich möchte am liebsten keinen Einfluss haben, manueller Einfluss, es soll automatisch gehen. Das Schöne davon ist, dass auch wenn man etwas Altes neu spielt und es keine Metadaten gibt, das ist auch eine Art Metadaten. Wenn man normalisiert ist, um mit Surround und modernen Programmen Metadaten zu bauen, und man nimmt etwas Altes, eine Rerun von einer Derek aus
1995, dann kann man sagen, es ist Stereo und wahrscheinlich zu laut. Und soll man wahrscheinlich, wenn man keine Postproduktion machen möchte, einen Lautstärkeregler, einen Lautenscontroller im Senderstraße oder am Einfügen auf Disk auch eine lautstarke Regler benutzen, die dann nach ihrer normierten, in diesem Fall oft minus 23 dB eingefügt wird. Also kein Metadaten ist in unserem Fall auch eine Trigger. Also eine Infrastruktur mit transparenten Metadata führt zu minimalsten operativen Kosten, verbunden mit minimalsten Anforderungen an operative Eingriffe und minimalsten Abhängigkeiten von Automatisierungssteuerung. Ich möchte gerne meinen Kollegen Michael danken für die schöne Übersetzung. Das werde ich nie so gemacht haben. Okay, hier ein Beispiel. Ich darf mich... Gerne. Herr Schult, Peter, ich darf an der Stelle ganz kurz mal unterbrechen. Was passiert denn, wenn dieser Metadatenfluss gegebenenfalls an irgendeiner Stelle der Übertragung aus ungewollten Gründen unterbrochen wird? Das heißt, es wird an der Eingabestelle werden Metadaten generiert, die eigentlich bis zum Konsumenten bei ihm zu Hause durchgeleitet werden sollen und irgendwo in der Kette zwischen der Produktion bis hin zur Setup-Box wird dieser Metadatenfluss unterbrochen. Damit ist doch auch eigentlich die Einstellmöglichkeit am Empfänger unterbrochen. Nein, es ist so, dass eine Dolby Digital Encoder einen Modus hat, wenn man Metadaten verliert, dann kann man zwei Dinge machen. Machen, was man immer macht. Also, wenn in einem Programm, die schon läuft, den Metadaten weggeht, dann ist die Einstellung springen nach einem Preset und im Preset kann dann sein, jetzt ist es Stereo und man soll minus 23 einfügen. Man sagt, bleib wo du bist, mache nichts. Ich würde dafür auch sagen, in diesem praktischen Sinn, dass man vor allem im Lautstärkebereich einen lautstarke Regler benutzt, die das übernimmt, die wird also im Default ohne Metadata auf minus 23 stehen und wenn kein Metadata da sind, bleibt auf minus 23. Die gibt auch die Metadata nach Dolby Digital Encoder seit minus 23, aber die macht dann eine aktive Korrektur, wenn es zu laut ist, macht es das leiser, wenn es zu leise ist, ein bisschen lauter. Also dass die wichtigste Parameter, in diesem Fall die Lautstärke, korrigiert wird. Wenn dann zum Beispiel doch minus 23 eingespeist wird, dann ist den Lautstärkeregler, die macht nicht so viel, die wird dann um den Normwert ein bisschen beiregeln, aber nicht so viel machen. Selbstverständlich ist es natürlich wichtig, dass die Metadaten nicht unterbrochen sind. Wir haben viel Erfahrung mit einem ähnliches Beispiel im Widescreen Signaling. Also wenn Europa den Sprung von 4x3 nach 16:9 macht, das war auch eine Sache, die war nicht einfach mit Metadaten, in diesem Fall WSS oder Video Index. Und da haben wir auch ähnliche Mechanismen gebaut, abhängig von unterschiedlichen Kunden. Der eine Kunde sagt, wenn es wegfällt, mach nichts, das ist ein Fehler, dann bleibe wo du bist. Eine andere Kunde hat gesagt, nein, wenn es kein Metadaten gibt, dann ist es immer 4x3, das weiß ich aus Erfahrung und muss man eine bestimmte Preset Aspektratio Conversion machen. So ist es eigentlich ähnlich beim Lautstärke. Antwortet das ein bisschen Ihre Frage? Ja, ist das angekommen, Peter? Ja. Okay, danke. Hier habe ich ein Beispiel, warum zum Beispiel den Downmix-Parameter unterschiedlich sind und die soll man auch nicht wegschmeißen.
Diese Parameter kommen von BSKB, die machen viele Produktionen und was die gemacht haben, ist, dass zum Beispiel ein großes Fußballmatch, großes Stadion, dann haben sie bemerkt, dass die das den Sound von Publikum im Rückkanälen sollen ein bisschen lauter sein als normal. Wenn man das zu Hause spielt, dann ist die nicht korrelierte Frequenzen vom Publikum schön, um die ein bisschen lauter darzustellen, als zum Beispiel bei einem Film. Und das heißt, wenn man dann einen Downmix macht, dass dann das Publikum zu laut ist im Frontkanal. Ein Downmix ist eine Technologie, wo die Rückkanale mit einer bestimmten Absenkung im Frontkanal gemischt werden. Auch den Centerkanal wird im Frontkanal gemischt. Aber da ist ein richtiger Unterschied, ob das ein Film ist oder zum Beispiel Sport. Hier habe ich das Beispiel im Gelb. Da ist auch eine, den RF und den Line Mode. Die sind anders unterschiedlich eingestellt. Aber vor allem den Surround-Kanal, das war, hat man gemerkt, wenn man das eine schöne Surround-Mix macht, die richtig schön klingt, dann ist den Downmix, wenn man einen Downmix macht, dann ist das Publikum zu laut. Deshalb hat eine Sportdarstellung einen Downmix-Parameter von minus 6 dB. Eine Film dahingegen, wo Rückkanäle oft Effekte sind, ja, eine Kugelschuss oder etwas, was hinter sie, also Effekte, die können ein bisschen lauter im Frontkanal gemischt werden. Hier auch wieder eine schöne Beispiel, dass man die Parameter transparent weiterfügen soll, mitnehmen soll in ihre Infrastruktur, weil unterschiedliche Programme die unterschiedliche Parameter benutzen möchten. Hier ist die, ja, was ich schon gesagt habe, also den Downmix-Parameter, die oft benutzt werden, sind dann sehr, sehr wichtig. Also ein neues Beispiel, warum die Parameter wichtig sind. Ein paar Beispiele. Hier habe ich zum Beispiel Rockpalast. Ein schönes Konzert. Es war laut. Wir haben das gemessen. Die ist weniger dynamisch. Es ist minus 10 dB gemessen mit dem ITU BS1770 Messgerät. Und da haben wir gesagt, okay, es ist minus 10. Wir nennen es minus 10. Was ist dann ein EBU-Vorschlag? Korrigiere das nach minus 23. Sie würden sagen, korrigiere das in Postproduktion oder auf Tape. Aber okay, es gibt nicht immer ausreichend Geld, um das zu machen. Also, was haben viele Zenderstraßen? Einen Loudness-Corrector im Zenderstraße. Die macht das dann EBU-compliant minus 23. Da wird Metendaten mitgeschickt, nachdem es minus 23 ist. Und zu Hause ist das minus 31. Ich würde sagen, dass hier unnötige Signalverarbeitungsartefakte da sind, weil das Originalton ist schön, die ist gemessen und hat einen bestimmten Wert, aber wird unnötig korrigiert, weil ich würde sagen, das hier ist eine bessere Methode. Die minus 10 ist prima, ich habe den Metadatenwert minus 10 dazu und zu Hause geht es ebenfalls nach minus 31. Hier können wir sagen, zum Beispiel nach einem Loudness-Prozessor, stelle sich auf minus 10 1, also Sie werden dann mit dem Loudness-Prozessor Fehler noch korrigieren, oder wenn Sie ganz sicher sind, können Sie auch sagen, ich mache einen Bypass auf das Loudness-Prozessor. Schöne Beispiel, wie ohne, ohne Zufügung von Korrektur doch den richtigen Lautstärke zu Hause möglich ist. Anderes Beispiel, eine Movie. Sehr viele Filme sind auf minus 27 geliefert worden. Ein Hollywood-Movie, die ist abgemischt, oft auf minus 27. R128 sagt, nein, wir machen minus 23 davon.
unnötige Korrektur. Hier auch wieder sehr fremdeinlich. Man macht es lauter, um das dann später zu Hause wieder nach minus 31 zu schicken. Zu Hause ist übrigens kein Prozessor, es ist eine richtige lineare Dampfung. Es ist eine Lautstärke-Regler, die verkoppelt ist mit den Metadata. Also wenn minus 31 einkommt zu Hause, macht das Ding nichts. Wenn minus 23 ankommt, sagt der Lautstärke-Regler, ich gehe minus 8 dB. Es ist kein dynamisches Prozess, es ist eine artefaktfreie Lautstärke-Regler. Das sollen Sie nicht vergessen. Hier würde ich auch sagen, dass das eine schönere Methode ist. Man lasst die minus 27, wie es ist. Man sagt auch, dass es minus 27 ist. Und zu Hause geht das nach minus 31. Wenn man davon sicher ist, kann man auch sagen, man kann dann den Lautstärke-Regler lernen. Sieht man einen Wert minus 27, gehe in Bypass. Oder sieht man einen Wert minus 27, stell deinen mittleren Pegelbereich auf minus 27 und korrigiere nur Fehler. Ich hoffe, dass das ein bisschen klar war. Hier habe ich noch ein Beispiel, wie die Metadaten Sie helfen können, eine einzige interne Videostrom und ein einzige interne Audiostrom hat. Das heißt, Ihre Hauptweg ist HD mit Surround. Man hat also HD-Video, es gibt keinen Up-Converter, die geht in Bypass, da ist Video-Processing. Surround hat man, ein Up-Mixer ist in Bypass, Loudness ist in Bypass, ist alles korrigiert. Dann macht man eine HD-spezifieke Processing, wie Subtitles und Logos, das macht man auch für SD. Und man hat zwei Ausgänge, Stereo und Surround, mit unterschiedlichen Voice-Overs, over unterschiedliche Watermarking, wenn das da sein sollte. Wenn man das dann Signal auf SD und Stereo schaltet, dann sieht das so aus, also die SD-Video wird upconvertiert, eine sehr normale Methode. Ihre interne Infrastruktur ist schön HD, es geht auch HD nach den HD-Senderstrecken, man macht wieder Down für SD, und Down-Converter SD, und man macht auch ein Down-Mix für Stereo. Wir haben Kunden, die das so machen, und das hat viele Vorteile, dass den Master Control, dass den ein Großteil der internen Infrastruktur, die ist konstant, die ist stabil, und man braucht nicht dynamisch Dinge zu bauen. Metadaten hier würden helfen, das Prozess zu automatisieren, und hier würde ich auch gerne sagen, Metadaten wie Videoindex-Information und im HD-Bereich S2016-Information, sodass auch den Aspect-Ratio-Prozessing automatisch dargestellt wird. Gut, also eine kleine Conclusion, eine kleine Conclusion auf Deutsch. Metadaten werden Sie helfen. Es gibt weniger Processing, wenn Sie das richtig machen. Man kann teilweise sogar das Processing in Bypass schalten und die den Loudness-Regelung abschalten. Die Gesamt-Stereo-Ton, die wird eine besser ausgeglichene Ton haben, weil da eine nur ein Prozess monitort werden soll. Das ist einfacher als separat Stereo und separat 5.1 zu kontrollieren. Also den 5.1 Ton wird benutzt für Stereo. Okay, das ist prima. Den richtigen Loudness-Pegel kann dann mit minimaler Kompression erzielt werden. Also den Dynamik innerhalb des Programms, was dann minus 23 ist, ist auch optimal. Und ja, okay, wenn separate Ton, Stereo-Ton notwendig ist, dann kann das selbstverständlich
mit extra Bandbreite auf den Sendestraße geliefert werden. Hier, das habe ich schon mal gesagt, den Embedded Control, die hilft ihre Kosten gering zu halten, weil da kein Arbeitszeit in dynamische Änderungen notwendig sind. Wie ich sage, wir sind das eigentlich ein bisschen schon gewohnt geworden, wenn SD-Signalen mit WSS dargestellt werden sollen. Wir haben in unserem Prozessor oft benutzt, kein WSS meint sehr wahrscheinlich 4x3, also dann wissen Sie, was Sie machen sollen. Okay, am letzten ein paar Slides, ein bisschen kommerziell, aber wir haben das dieses Jahr zugefügt. Es gibt Installationen, wo es nicht einfach ist, um nach Surround zu gehen. Die Infrastruktur, das Personal, den Postprozessen, die ist eigentlich nicht oder noch nicht geeignet, um Dolby A oder ein diskrete PCM Audio mit S2020 zu benutzen. Da hat dus ein Prozess hat dus vorgeleitet von den Firmen Soundfield. Auf letzter ABC war die Firma gekauft von TSL. Und die Soundfield-Lösung, die macht etwas sehr Schönes. Ein Soundfield-Algorithme baut ein PCM-Stereo aus dem 5.1, aber besser wie ein normaler Dynamix. Da ist mehr Information im Stereo-Bereich. Und wenn man dann im Sendestraße von dem Stereo wieder 5.1 macht, dann ist das fast transparent. Da war eine einen Blindtest in England und 60% von den Anhörern hat keinen Unterschied gehört zwischen den Soundfield Downmix und Upmix. Sogar 20%, ich darf es bijna nicht so sagen, aber fanden das Soundfield besser und 20% hatten das Originalsignal bevorzugt. Ich würde nur sagen, dass das eine Technologie gibt, die zeitlich oder vielleicht für eine lange Zeit es möglich macht, um 5.1 in Stereo zu bauen, ihre Infrastruktur auf Stereo zu behalten und dann das Prozess doch quasi 5.1 transparent hat. Wir nennen es die Lösung für 5.1 in eine Stereo-Umgebung, in eine Stereo Infrastruktur. Gut. Das ist das Produkt. Das können Sie vergessen. Das ist vielleicht zu kommerziell. Aber im Ende sieht das so aus. Man hat einen Soundfield-Prozessor am Eingang. Ingest, das war das Wort, was ich suchte. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ein Ingest. Ingest ist dann 5.1 nach Stereo, Stereo vollständige Infrastruktur, sorry, und am Ende wieder eine umgekehrte Prozess, den Soundfield-Prozessor, die wieder 5.1 dafür macht. Nur ein kleiner Ding, was vielleicht für Sie eine zeitliche Lösung ist für ein Problem für viele Leute. Okay, das war es. Vielen Dank. Viel Erfolg mit Ihren Entscheidungen und vielleicht sollen wir ja, noch ein kleiner Q&A haben, Herr Wagner. Genau das werden wir haben. Peter Schuth, erstmal herzlichen Dank für das, was Sie uns präsentiert haben. Was ich ganz interessant fand, wenn Sie mir bitte mal die Bedienung zurückgeben, dann könnte ich unsere beiden Kamerasignale auch wieder freischalten. Ja. Sodass wir dann mit der reden können. So. Herzlichen Dank. So. Jetzt mache ich uns beide mal groß, damit die Zuschauer auch ein bisschen was von Ihnen mehr haben. Und mich braucht man ja nicht zwingend zu sehen, aber es ist manchmal besser, dass auch wir im Bild sichtbar sind. Also ich bin jetzt mal ganz provokant. Was Sie am Schluss als Ihr Produkt vorgestellt haben,
halte ich für eine legitime Werbung, die Sie nach einem solchen tollen Webinar auch machen dürfen. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich sagen möchte, das, was Sie vorgestellt haben, ist doch eigentlich 5.1 für arme Leute. Das heißt, für jemanden wie mich, der nicht bereit ist, in eine Surround-Anlage zurzeit zu investieren, wäre das eine Möglichkeit, doch auch ein bisschen mehr Wert zu Hause zu haben. Ja. Was aber für mich rübergekommen ist, ist einfach die Tatsache, dass Sie mir als jemanden, der sich, wo ich gedacht hatte, ich kenne mich doch eigentlich schon ein bisschen mit Ton aus, Sie mir die Augen geöffnet haben. Also dieser Schalter, wo ich in der Sendekontrolle oder gegebenenfalls im Überspielkomplex den Audio Limiter oder den Tonmaximizer quasi umgehen kann, ist das nicht kontraproduktiv eigentlich, weil Sie verkaufen doch entsprechende Werkzeuge, um so etwas genau in den Sendestraßen zu nutzen? Ja, das ist auch der Unterschied zwischen meiner persönlichen Meinung und Axons Meinung. Aber ich auch persönlich, ich möchte das Beste vorschlagen für den Kunden. Und wenn das dann weniger Produkte, wenn dann weniger Produkte verkauft werden, dann ist das prima. Wir hoffen dann, dass die Kunde froh ist und auch später nochmal zurückkommt. Also es ist uns nicht dafür, wir sind nicht in der Lage, um maximale Produkte zu verkaufen. Nein, ein optimales Produkt. Und es ist schon schwierig. Es ist sehr schwierig. Also alles, was es einfacher macht, hilft. Und das ist, ich hoffe, von den Kunden auch akzeptiert. Ich gehe davon aus, dass es von jedem Kunden akzeptiert werden wird. Was vor allen Dingen wichtig ist in der heutigen Zeit, ist, dass der Kunde Zufriedenheit erlangt. Und da heutzutage ja die Einschaltdaten von ganz vielen Rundfunkanstalten auch gegebenenfalls Bewertung der Qualität durchzuführen, was manchmal ja am Programminhalt vorbeigeht, aber dann technische Parameter sich für die Darstellung von eigentlichen Zuschauer-Zufriedenheitswerten nutzen lassen, denke ich, dass der Ton in meinem Sichtfeld doch als das Mittel dastehen sollte, das den Zuhörer erstmal bindet. Und wenn er gut zuhören kann, wird er mit Sicherheit auch das Signal, das visuelle Signal anders wahrnehmen. Also die Einführung von R128 hat ja letztendlich dazu geführt, dass wir als Zuschauer zuhören können, ohne jedes Mal immer mit der Fernbedienung rauf und runter fahren zu müssen. Wobei ich allerdings sagen muss, 6 dB ist viel. Ja, ich möchte noch gerne dazu fügen, dass da sind Strömungen und die sind nicht unbedingt den Meinung R128, aber wird ab und zu doch als Lösung gezeigt, dass man ohne die Metadaten auch hinkommt. Ich bin da vergessen zu sagen, wir haben ein Beispiel, wo nicht lautstarke, nicht in Relation zum lautstarke, aber zum normalen Senderstraße. Ich habe einen Kunde, die hat keine Metadaten, das war ein Wunsch, und die die geht diskreten 5.1 abwechselnd mit 2.0 nach einer anderen Kunde. Und die andere Kunde muss die Empfänger, muss den Dolby Encoder schalten von 5.1 nach 2.0. Das kann er nicht, weil er misst die Metendaten. Wir müssen jetzt auf Loss of Audio im Rückkanalen angucken, um die Schaltung darzustellen. Das ist selbstverständlich schrecklich und gibt viele falsche Schaltmomente. Also ein anderes Beispiel, dass die Metadaten sehr wichtig sind für eine professionelle Infrastruktur. Das stimmt. Und dazu kommt gleich eine Frage von Herrn Gensheimer, der da sagt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen statischen und dynamischen Metadaten und wo liegt der Zusatznutzen? Ja, wenn ich spreche über statische Metadaten, dann ist das den Encoder im Senderstraße, im Senderstrecke, die wird fest eingestellt und das ist es. Also die steht auf minus 23,
auf einen bestimmten Daumenparameter. Das sind statische Einstellungen und die werden nicht von unterschiedlichen Quellen oder unterschiedlichen Programmablaufen gesteuert. Das nenne ich statisch. Wenn es dynamisch ist, würde in meinem Fall spreche ich über von Programm nach Programm, also Werbung nach Film nach Sport gehen, sind kleine Unterschiede, laufen mit. Das nenne ich dynamisch. Was kann man gegebenenfalls den Produzenten und den Posthäusern mitgeben, die ja an der Quelle des Signales sich befinden, das heißt die ursprünglichen nativen Audiosignale bearbeiten, worauf die an der Produktionsposition vorne quasi Einfluss nehmen müssen und auch gegebenenfalls sagen müssen, ich brauche einen großen Dynamikumfang, um genau das rüberbringen zu können, was mein Auftraggeber haben möchte. Also sprich, jemand, der für Werbung produziert, der bekommt natürlich eine Vorgabe, Höchstdynamik zu liefern, um die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu gewinnen. Ja, das würde er machen, aber er wird jetzt auch wahrscheinlich es innerhalb minus 23 EBU Lautstärke anliefern, soll aber ideal auch das Programm mit den Metadaten anliefern, die sagt, es ist minus 23 und die Infrastruktur kann das dann, also es ist so, wenn das Messgerät, den ITU BS1770 geeignete Messgerät sagt, es ist minus 23, dann kann man eigentlich vom Programm nach Programm, nach Programm gehen. Ich verstehe, was Sie sagen wollen. Dass man das heißt, zu Hause, wenn die Presets so eingestellt sind, dass quasi die Mischung auf minus 23 bzw. minus 24 LUFS eingestellt ist, dass man den Dynamikumfang nach oben bis auf minus 21 nutzen kann, um Lautheit darzustellen, also wirklich höheren Schallpegel darzustellen und alles, was leiser ist, auch wirklich leiser dargestellt wird. Also minus 31 sind leise Passagen, minus 21 sind dann die gegebenenfalls Stadionatmosphäre wiedergeben sollen, um eben halt zu zeigen, es ist lauter im Stadion. Ja, oder eine Explosion, die minus 3 ist, das ist möglich. Denn Messung ist eine Messung über Zeit. Also es ist nicht möglich, um innerhalb die Spezifikation eine Werbung zu machen, die von Beginn zu Ende sehr laut ist. Dann wird das Messgerät auch ein höheres Nummer, also minus 20, minus 18, minus 10 geben. Und weil Werbung oft ziemlich komprimiert und laut ist, eignet es oft, um das nur herunter zu regeln, nach einem mittleren Wert von minus 23. Aber Sie haben recht. Dynamik ist auch wichtig. Das ist ein Teil des Programms und ein Teil der Erfahrung. Und soll man auch nutzen, wenn möglich. Nun ist ja das Thema Lautheit gar kein so ganz neues Thema. Und hier kommt eine weitere Frage, was denn Lautheit im Vergleich mit Dolby E Metadaten zur Dial-Norm darstellt. Ja, wenn ich spreche über Audio-Metadaten, dann sind das die ähnlichen Metadaten wie in Dolby E. Also eine Dolby E-Infrastruktur ist sehr, sehr gut geeignet, um das zu machen, was ich heute beschrieben habe. Ich habe da nicht über gesprochen, das vielleicht soll ich jetzt mal machen. Also es gibt zwei Methoden jetzt. Man nimmt PCM mit S2020 Metadaten, die sitzen dann in V-Looker, oder man nimmt Dolby A mit integrierten Metadaten, die sind auch bekannt unter den Norm RDD06. Die sind absolut ähnlich und wir können die austauschen zwischen die zwei Methoden ohne Probleme, ohne Änderung. Es sind die gleichen Werte. Also ja, wenn Sie eine Dolby E-Infrastruktur haben, ist es sehr einfach, sehr, sehr einfach, um transparente Metadaten durch Ihre Infrastruktur
mitzuschicken. Gut, ich denke mal, damit haben wir erstmal all die Fragen bearbeitet, die uns über den Chat mitgeteilt worden sind. Und sowohl Holger als auch der Herr Gensheimer mit ihren beiden Fragen bedanken sich für die Antworten, die sie gegeben haben, die für sie aufschlussreich waren. Und ich schließe mich einfach diesem Dank an, Peter. Unsere Zeit ist nämlich um. Wir haben, ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, das einstündige Webinar ist vorbei. Die Zeit verfliegt und ich sage einfach ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ich denke, ich kann diesen Dank auch von allen Webinar-Teilnehmern Ihnen weitergeben. Alles, was ich gesehen habe, sind ganz viele Leute aus den Sendebetrieben, die sich eingewählt haben. Es sind ganz viele aus den System-Tonabteilungen da gewesen, die daran teilgenommen haben. Und das Interesse auf der Seite der Anwender war riesengroß und ich denke, Sie haben einige Antworten gegeben und vielleicht auch neue Fragen aufgeworfen. Sie auch vielen Dank für die Möglichkeit. Gern geschehen und immer gerne wieder. Wenn Sie mal ein neues Thema haben, Herr Schut, ich bin gerne bereit, wieder mal für Sie eine Stunde Webinar zu öffnen. Herzlichen Dank und bis demnächst irgendwann mal. Wiederhören. Wiedersehen.